Herzlich willkommen zu einem neuen Kulturtalk und wir sind heute wieder on Tour. Das heißt, wir sind unterwegs und besuchen einen Künstler und Kulturtreibenden an seiner Wirkungsstätte. Und ich freue mich ganz besonders heute über einen sehr besonderen Gast. Er ist geboren 1985 in Saarbrücken, Student an der HBK Saarbrücken, Musiker und neuerdings auch Filmemacher. Hallo, John Never. Hallo. Hallo. Aufmerksamen Zuschauern kommt diese Kulisse, an der wir uns hier befinden, eventuell bekannt vor, denn vor nicht allzu langer Zeit waren wir schon mal hier. Aber vielleicht erklärst du uns mal, wo wir genau hier sind. Wir sind jetzt hier gerade in der Handwerkergasse, zugehörig zur Völkinger Hütte auch. Allerdings ist das auch der Außenbereich von der HBK Saar. Also hier sind quasi so von den freien Künstlern auch die Ateliers, die wir mitbenutzen durften. Und wir haben von Professor Georg Winter auch Gott sei Dank ein Set zur Verfügung gestellt, beziehungsweise die Spitzerhalle, ein Teil davon. Dort durften wir dann auch unser Filmset aufbauen, sowie auch einen zweiten Raum, wo wir als Werkstatt nutzen, um Requisiten und alles, was wir brauchen für den Film, an dem wir arbeiten, aufzubauen. Also die Handwerkergasse hier im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, das war früher in Werkstätten und Lager. Und das ist jetzt gehört zur HBK. Wie kann ich das vorstellen? Genau, das wird von der HBK Wissen betreut. Das heißt, hier sind verschiedene Ateliers von freien Künstlern, Werkstätten. Mhm. Es gibt auch einen kleinen Bereich mit einer Küche, Dusche, WC. Und es ist quasi der Außenposten von der HBK Saar in Saarbrücken, wo dann hier mehrheitlich meistens die freien Künstler halt aktiv sind, die auch viel Platz brauchen, die mit Skulpturen arbeiten und da entsprechend mehr Räumlichkeiten brauchen als am Campus direkt, beziehungsweise im als Saarbrücken bei der Station. Ja, die sich vielleicht auch ein bisschen inspiriert führen durch die Location. Auf jeden Fall. Also das ist auch jedes Mal, wenn wir hier am Arbeiten sind und der Ort inspiriert automatisch, wenn man da ist. Da ist die Arbeitsstimmung auf jeden Fall immer da. Wenn es nach dunkel wird und die ganzen Lampen angehen, das ist auch Ambiente für sich. Mhm. Was genau studierst du eigentlich an? Also ich studiere Media Art und Design. War ursprünglich eher Richtung 3D-Animation, wo ich gehen wollte, bin dann über Umwege zum Film gestolpert, sage ich mal. Mhm. Was studiert man da? Also was lernt man da in diesem Studiengang? Ist sehr unterschiedlich. Also ein großer Vorteil bei der HBK ist, dass es interdisziplinär ist. Das heißt, es ist relativ offen. Das heißt, wir haben Produktdesigner, Com-Designer, freie Künstler, Media-Art-Design, da gibt es auch zwei Bereiche. Das eine ist mehr so 3D-Animation, Konzept-Art und das andere ist Richtung Film bei Sumi und Todas Atelier, wo halt die ganzen Filmemacher dann auch arbeiten. Und das Gute ist aber, dass die ganzen Kurse, die man besucht, kann man frei werden. Das heißt, als ich angefangen hatte, war das Erste, was ich gemacht habe, ein Werkstattkurs in der Holzwerkstatt. Mhm. Das, weil die meisten immer dachten, ich wäre ein Produktdesigner, weil ich immer schon am Bauen war. Und das Gleiche halt auch mit DPZ, also Digitales Produktionszentrum, wo man dann auch mit 3D-Druckern arbeiten können, mit Lasern und Styropor-Schneidemaschinen oder auch der CNC-Fräse zum Beispiel, wo wir das immer mit Begleitung vom Werkstattleiter dann auch ist. Mhm. Aber du bist jetzt irgendwie dann beim Film gelandet. Genau, also das Projekt war ursprünglich war mein Ziel, ich wollte 3D lernen und wollte inspiriert eben von der Hütte so dystopische Gebilde bauen, um das Modeling für 3D zu lernen und leichte Kamerafahrten machen mit Sounddesign drunter. Das ist auch so ein Schwerpunkt, wo ich eigentlich hin will, so Filmmusik, Sound. Und ich wollte bewusst auch keine Story haben, weil ich mich auf das Programm kennenlernen konzentrieren wollte. Nur hat dann der Prof irgendwann gemeint, ja, aber guck doch, dass du auch eine Story hast, dann kommen auch mehr Hürden, aber man lernt ja auch viel mehr. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und habe dann einfach mal drauf losgeschrieben und dann ist so eine Art Kurzgeschichte entstanden und dann wurde mir irgendwie klar so, okay, scheiße, das ist jetzt aber Realfilm und spielt in der Völklinger Hütte und bin dann quasi ins Atelier zu so einem jungen Show, weil die Filmleute gewechselt. Das war 2018 so quasi der Grundstein, wo wir dann quasi mit dieser Story-Entwicklung angefangen haben. Ja, also das heißt so, die Ideenfindung, die ist ziemlich frei, aber gibt es da irgendwelche Anforderungen, die man erfüllen muss, was so ein Film dann beinhalten muss? Wie weit Anforderungen, also von der HBK jetzt oder vom Projekt selbst? Genau. Ist unterschiedlich. Also es gibt freie Projekte, es gibt Projekte, die halt zusammen entstehen. Das hier war jetzt eher ein freies Projekt, wo sich so verselbstständigt hat. Und gut, die Anforderungen sind halt das Beste rauszuholen. Also ich glaube, manchmal wäre es der Professorin lieber, dass ich vielleicht mich eher ein bisschen kleiner gehalten hätte, um mehr zu lernen, auch mit der Regie und dem ganzen Kram. Und das ist dann ein bisschen ausgeartet, würde ich sagen, wo das dann jetzt auch mit Setbauten, Requisitenbauten und allem gekommen ist. Also wir haben uns ja das Thema Dystopie, Science Fiction irgendwie rausgesucht und
Ja, das ist dann doch ein bisschen aufwendiger, als wenn man jetzt in der Realität drehen würde. Mhm. Also manchmal würde ich mir auch wünschen, ich hätte vielleicht so einen kleinen 5 Minuten in der Realität geholt, aber auf der anderen Seite, ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Also. Mit dem Film reden wir gleich noch. Also haben eben gesagt, hier ist die Werkstatt, wo er also die Sachen baut. Und jetzt gehen wir vielleicht mal in die Kulisse rein und dann schauen wir uns mal das genau an und reden mal ein bisschen über den Film. Genau. Also Sie arbeiten zu dem Film, die haben schon begonnen. Genau, also wir haben jetzt einige Requisiten schon aufgebaut, beziehungsweise die Prototypen. Wir haben ein Set aufgebaut. Das ist auch jetzt der Eingang zur Halle. Mhm. Das ist quasi jetzt unser Bereich, wo wir das Zeug aufbauen durften. Genau, mit den ersten Requisiten und Prototypen haben wir jetzt auch einen Teaser gedreht, damit man mal so einen Eindruck kriegen konnte, was wir hier erzählen wollen. Mhm. Da haben wir auch Martin Lamprecht, meine rechte Hand. Das haben wir sehr... Kernteam besteht aus mir, Martin Lamprecht und auch Patrick Müller, der von der Produktion auch viel macht mit den Förderanträgen und dem ganzen Kram. Und wobei man nicht sagen kann, dass die Aufgaben klar getrennt sind, weil wenn wir Zeit haben und was ansteht, dann ist auch der Produzent und Martin mit mir zusammen am Aufbauen der Sets, der Requisiten und allem. Es geht so ein bisschen querbeet über. Über das Thema Förderung sprechen wir auch noch, denn Filme kosten Geld. Genau, das ist jetzt hier ein Teil der Kulisse, wo befinden wir uns jetzt sozusagen? Also das hier ist jetzt die Spitzerhalle, die ist halt recht groß. Wir haben jetzt diesen Bereich hier für uns bekommen. Das heißt, die Wände, die man hier links sieht, die sind zugebaut. Die Wand hinten und die Wand rechts, die ist echt. Und alles, was hier reingemacht wurde, haben wir quasi dann selbst aufgebaut. Das sind Styroporwände, das sind OBS-Platten, die mit Baukleber verputzt sind, dass es in diese Halle reinpasst. Mhm. Und auch die ganzen Gebälke hier. Wir hatten das große Glück, dass wir auch von Materialresten viel upcyclen konnten, wo wir zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Auch viele von den Balken zum Beispiel. Das haben wir auch extrem gemerkt, als dann nach Corona die Baupreise in die Decke geschossen sind, weil dann muss man die Balken hier zum Beispiel alle kaufen, hat dann so einen Balken mal locker 28 Euro das Stück gekostet und das summiert sich dann alles sehr schnell. Ja, also das ist hier alles sehr detailreich. Wir fangen nachher noch ein paar Bilder ein. Gerne. Wie viel Kulissen habt ihr denn? Was spielt draußen, was spielt drin? Also vom Set her wird das hier quasi das Zuhause von den Protagonisten. Das heißt, hier hinten ist das Schlafzimmer von dem Hauptprotagonisten. Das hier ist so die Werkstatt von seinem Vater. In der Rolle ist so, dass der Vater hat einen Unfall gehabt in der Fabrik früh an, wo er an seinen Rollstuhl gebunden ist, weil er halt hinkt und da es kein Sozialsystem gibt, muss er quasi von seinem Sohn mitversorgt werden. Deswegen steht da hinten zum Beispiel auch diese Sauerstoffübertragungsstation, die wir gebaut haben. Ja, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was über die Handlung von dem Film erzählen, welches Genre das ist, was ihr euch einfach so vorgestellt habt, ohne zu spoilern. Das ist immer schwierig mit dem Nicht-Spoilern, vor allem bei einem Kurzfilm. Also es ist ein dystopischer Science-Fiction-Kurzfilm bis mittellang, also so 25 bis 30 Minuten fallen wir im Moment an. Setting spielt quasi nach dem großen Knall. Die Leute sind in einer gigantischen Anlage quasi untergebracht, wo sie halt versorgt werden, wo Energiegewinnung stattfindet, wo Luftfilterung, Sauerstofffilterung stattfindet. Und Sauerstoff ist aber derart knapp geworden, dass es dort zur Währung wurde. Das heißt, die Menschen arbeiten in Fabriken und werden mit Sauerstoff bezahlt. Und wenn man zu wenig arbeitet, gibt es auch weniger Sauerstoff und dann wird der eine vielleicht den nächsten Tag nicht mehr überleben. Dementsprechend sind die Arbeiter auch gezwungen, täglich und überall eigentlich diese schweren Sauerstofftanks, die man auch hier sieht, zu tragen, sowie Atemschutzmasken, die halt mit Sauerstoff das anreichern. Und genau, es gibt auch kein Sozialsystem mehr. Das heißt, der Vater von dem Protagonisten zum Beispiel, der ist auf seinen Rollstuhl angewiesen, weil er einen Unfall hatte in der Fabrik. Dementsprechend muss der Sohn, der Hauptprotagonist, mehr Arbeit leisten, um halt dann genug Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel auch da hinten die Übertragungsstation, die wir dafür gebaut haben, dass ist auch so ein Teil, der hier in dem Set dann spielt, wo man halt dann so sieht, wie das Heimkommen von der Arbeit, wie das zu Hause ist und stattfindet. Und wie auch der Umgang ist, wie er den Sauerstoff überträgt und das Ganze. Und genau, hier ist auch das kleine Zimmer, das ist das Schlafzimmer von Gal. Da können wir auch vielleicht auch kurz mal reingehen. Gehen wir gleich rein, ja. Genau. Ja, also insofern passt ja der Ort auch wunderbar. Ich meine, hier in der Völklinger Hütte, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, hat man auch unter schlimmsten Bedingungen teilweise gearbeitet. Ja. Insofern passend. Also Science Fiction, so ein bisschen Endzeit. Gibt es bekannte Quellen der Inspiration? Habt ihr euch von irgendwas leiten lassen? Ich denke mal. Optisch oder inhaltlich? Durchaus. Also ich denke mal, ästhetisch. Zum einen auch Metropolis halt. Auch gerade diese Szene mit den vielen Arbeitern, die da so anschlurfen.
zu Teilen auch Blade Runner, wobei das natürlich sehr hochgegriffen ist, aber auch so Sachen wie Dark City, Brazil spielen da auf jeden Fall auch mit rein. Ja, jetzt haben wir sehr viel über den Film gesprochen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Trailer an und gerne. Dann gehen wir in den nächsten Raum. Super. So, dann schauen wir uns mal die nächste Kulisse an. Wo geht's jetzt hin? Jetzt geht's in das kleine Schlafzimmer von Gal, also dem Protagonisten. Ja. Ich mach mal das Licht an. Ja. Das erinnert manches ein bisschen an eine Gefängniszelle. Erinnert mich ein bisschen an mein Büro. Sollen wir es hinsetzen? Können Sie auch hinsetzen. Okay. Was man jetzt hier links sieht, ist so ein kleines Lichtspiel. Das ist, soll später quasi hier in die Wand projiziert werden, so ein bisschen, wo er so seine Zuflucht sucht, ein bisschen als Ausweg in dieser dunklen Welt, wo er farbige Gegenstände sammelt, Glasscherben und damit so seine Zuflucht hat, wo er sich dann träumt, so ein bisschen in andere Welten nochmal beamen kann. Und ich habe es eben gesagt, das ist alles sehr detailreich. Da werden wir gleich, wie gesagt, ein paar Bilder einfangen und ja, eigentlich schon sehr aufwendig. Filme sind sehr teuer. Wie finanziert ihr euch überhaupt? Habt ihr eine Förderung, nimmt ihr eine Förderung in Anspruch oder wie läuft das? Ist tatsächlich so, also ich dachte ja schon, beim Musikmachen verbrennt man Geld. Danach in den Film zu gehen, ist natürlich ein bisschen over the top. Aber wo die Passion einen eben hintreibt. Also wir haben das große Glück gehabt, dass wir damals schon von den Sanat Medien die Drehbuchförderung bekommen haben. Das gab 2500 Euro. Und wir haben dann im Anschluss dessen auch die Produktionsförderung gekriegt von 8.000 Euro. Man bekommt allerdings erstmal auch nur 80% ausgezahlt, das sind 6,5. Und bei so einem Projekt mit so vielen Bauten und Requisiten und auch den Prototypen, den Weg, bis man erstmal zu dem eigentlichen Objekt kommt, das man für den Film braucht, geht dann natürlich das Geld schnell flöten. Corona hat uns da auch fies mitgespielt, auch die ganze Inflation im Nachgang macht es nicht gerade besser. Wir haben jetzt aktuell, um das Problem zu lösen, noch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die wir auch mit bewerben wollen, wo wir halt die fehlenden Gelder suchen, um den Hauptdreh zu finanzieren. Und unterstützend dazu haben wir noch einige Sponsoren und Förderer im Auge,
Manche wissen auch nicht von ihrem Glück, aber die werden von uns noch kontaktiert. Ja. Und hoffen natürlich, dass wir dann entsprechend auch die Summen zusammenkriegen, um dann den Film später richtig gut erzählen zu können und auch schreiben zu können. Ja, also das heißt, mit der Förderung sei da jetzt nicht hingekommen und braucht noch extra Mittel. Ja. Habt ihr jetzt für eine Crowdfunding-Kampagne eben gerufen? Welche Ziele habt ihr denn ausgerufen? Also wir hoffen, also 15.000 bräuchten wir etwa. Mhm. Haben jetzt die Crowdfunding-Kampagne erstmal auf 10.000 gestuft, weil es da schon sehr schwierig wird, die auch zu erkämpfen. Wir wollten gucken, was wir die restlichen 5.000 dann eben mit Förderern und Sponsoren noch generieren können. Und das alles, obwohl der ganze Cast unentgeltlich arbeitet, muss man halt auch dazu sagen. Das heißt, es geht auch nicht, dass nur einer Geld kriegt, die anderen nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig dann, dementsprechend auch gerade Schauspieler halt dafür zu finden. Aber ja, wir haben halt relativ viele Leute, die uns auch beim Dreh später helfen. Das heißt, da haben wir ein relativ großes Team. Nur beim Aufbau leider nicht. Das ist ein relativ kleines Team, was so Requisiten, Set und den ganzen Vorbereitungskram betrifft. Also ja, da könnte man noch durchaus Unterstützung auch gebrauchen. Ihr habt euch für, vielleicht mal als Tipp für Leute, die selbst eine Crowdfunding-Kampagne machen wollen, ihr habt euch für Startnext entschieden. Mhm. Nicht für Kickstarter oder eine andere Plattform. Warum für Startnext? Das ist eine gute Frage. Also mir selber war Startnext eher ein Begriff wie Kickstarter. Mhm. Das war so mit einer der Punkte. Das ist, glaube ich, auch eine, also ist auch eine deutsche Plattform. Und das Grundproblem bei Crowdfunding ist ja auch, man braucht eigentlich die Crowd und muss die generieren. Und wo wir dachten, also es wird wahrscheinlich noch schwieriger, das jetzt auf international vielleicht auszubauen, als jetzt im Deutschen, wo man vielleicht versuchen kann, den deutschen Film ein bisschen auch zu pushen. Oder auch gerade halt mit dem Genre, was eher untypisch ist für den deutschen Filmbereich. Und hatten da auch ein Beratungsgespräch an der Stelle. Auch vielen Dank, Bernie. Das war sehr gut auch im Vorfeld, um uns da ein bisschen besser vorzubereiten. Weil wir dachten für uns so, wir bauen Requisiten, wir bauen das Set weiter und nebenbei machen wir eine Kampagne. Mhm. Und da wurde uns auch direkt gestoppt und gesagt, nee, also wenn, dann andersrum. Mhm. Inzwischen weiß ich auch, was er damit gemeint hat. Ist doch deutlich mehr Arbeit, auch das Ganze zu pushen und in Bewegung zu halten, als man sich dann doch vorstellt. Ja. Welche Goodies gibt's? Was kann man... Da haben wir uns einige tolle Produkte überlegt. Also klar, die Basics halt, Soundtrack, die Blu-ray. Wobei bei uns gibt's die Blu-ray dann in einer schönen Filmdosenbox zu sein mit einem kleinen Drehteller rein. Mhm. Aber wir haben auch T-Shirt-Motive, wir haben zusammengeführte Boxen, Filmrequisiten. Es gibt ein großes Supporter-Bundle, wo zum Beispiel eine alte, analoge, echte Filmdose drin ist, wo dann später ein Artbook reinkommt, das Drehbuch signiert, Soundtrack und die Blu-ray. Und haben ja relativ viele Pakete da auch geschnürt. Also es gibt auch dann die Masken aus dem Film, den Helm, die Tanks, wo man dann auch mitkriegen kann, also die dann auch wirklich im Film zu sehen waren, sowie auch Filmrequisiten. Mhm. Also habt ihr euch schon viel überlegt, die Links und so weiter, das blenden wir nachher noch ein, reden wir am Schluss nochmal drüber. Genau, über die Kulisse und die Requisiten haben wir schon gesprochen. Aber trotzdem interessiert es mich, wo habt ihr die Sachen denn teilweise hergekriegt? Also was, Sauerstofftanks, Masken, Blu-ray-Boxen, habt ihr da dimensional den Keller geplündert oder Flohmärkte besucht? Also wir hatten das große Glück auch, an der Stelle auch ein großes Dankeschön an das Technikmuseum Sintram-Speyer. Von denen hatten wir Materialspenden bekommen, die uns halt stark unterstützen halt für die Requisiten, für das Set ein bisschen zu beleben, wo zum Beispiel so ein altes Militaria-Radio halt mit den alten Techniken, das passt relativ gut in das Setting. Die Tanks und Masken sind selbst gebaut, das heißt das Grundgerüst von den Atemmasken bis aus dem 3D-Druck, dann aber mit eigenen Materialien halt erweitert. Mhm. Dieser Gummiteil, den man über der Nase hat später, der kommt aus einer echten Sauerstoffmaske. Vielleicht dazu erwähnt, im Teaser sieht man noch das alte Modell. Das sind ja diese Nasenschläuche, die in die Nase reingehen, die kann man auch später mal einblenden, die Masken. Da war das Problem, dass die meisten Leute diese Nasenteile nicht gesehen haben, weshalb wir das Design dann nochmal abgeändert haben. Und bei den Tanks ist auch alles komplett Eigenbau. Also wir haben zum Beispiel als Basis diese Fitness-Eiweißpulver-Boxen quasi, die als Tank dienen. Von denen brauchen wir auch noch welche. Falls irgendwelche Fitnessstudios das sehen und welche übrig haben, gerne bei uns abgeben. Wir zahlen auch Porto oder holen sie ab. Und der Rest ist auch zugebaut. Das heißt, in den Werkstätten von der HBK über die CNC-Fräse zum Beispiel diese ganzen Rundungen, Holzformen. Das war so ein Holzgerüst drum, wo das alles dann zugebaut wird. Die Displays auch. Haben wir dann auch mit LED-Bändern halt die ganze Beleuchtung reingebaut.
Kann man dann später auch mal vielleicht einen Schwenk ins Innenlebenwissen reinmachen. Ja, also viel handwerkliches Geschick auf jeden Fall war gefragt. Jetzt bin ich eben noch über eine Sache gestolpert. Du hast gesagt, dass dieses Genre oder Filme in diesem Stil in Deutschland eher ungewöhnlich sind. Also gibt es da keine Szene oder was meinst du, woran liegt das? Oder vielleicht kannst du das einfach mal ein bisschen erläutern noch. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so wüsste ich jetzt nicht viel neuere Produktionen, die so in dem Bereich oder Genre spielen, aus dem deutschen Raum raus. Meinst du, das hat einen Grund? Liegt das an den Förderungen? Wahrscheinlich auch. Also ich glaube, die Finanzierungslage in Deutschland ist generell sehr schwierig. Also da kämpfen ja jegliche Filmproduktionen und gerade Science-Fiction-Dystopie ist da halt meistens deutlich aufwendiger. Also einer der letzten, wo mir jetzt einfällt, ist Hell. Der war auch relativ interessant. Ansonsten eher die alten, Metropolis, so die Klassiker. Aber klingt jetzt vielleicht gemein, oder vielleicht gibt es auch mehr, die ich noch nicht kenne, da auf dem Schirm habe oder so. Mhm. Aber es wäre schön, wenn es da auch mehr Vielfalt gibt als irgendwie Krimis oder so, die Sachen, die alle in der Realität spielen. Mhm. Eine Besonderheit sei noch erwähnt, für den Soundtrack des Films. Habt ihr nicht, oder benutzt ihr nicht gemeinfreie Musik, sondern ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, du bist selbst Musiker und hast die Musik auch selbst geschaffen und trittst somit so ein bisschen in die Fußstapfen von John Carpenter vielleicht, der ja auch Filmemacher und Komponist war. Vielleicht erzählst du zunächst mal, was du überhaupt so für Musik machst, also als du selbst, und dann reden wir gleich mal über die Filmmusik an sich noch. Also ich bin in mehreren Bands auch aktiv. Es ist dort relativ breit gefächert. Also eine der Hauptbands ist atmosphärischer Black Metal. Mhm. Das andere Bandprojekt, Box 11, ist zum Beispiel komplett querbeet. Also das ist Klavier, Geige, Ballade bis hin zu Postrock, bis hin zu 80s Elektronika. Und gerade bei dem Projekt ist uns halt aufgefallen, dass wir immer, wenn wir die Musik hören, dass halt da Bilder entstehen. Und wir dachten, wie stark wäre dann das, wenn man das auf einen passenden Film machen würde. Mhm. Und wo ich persönlich auch viel Spaß dran habe, ich habe auch über die Uni auch Kommilitonen teilweise auch Musik geschrieben für Filmprojekte. Eine der letzten war auch Western-Musik, Western-Soundtrack, wo ich auch sehr Spaß dran hatte. Wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Und ja, da ich auch schon immer Bock auch hätte auch für Science Fiction oder so, dachte ich, ja gut, wenn man den Film macht, ist ja super, dann kann man auch den Soundtrack endlich mal dazu machen. Und hab da auch schon einige Songs vorproduziert, um so ein bisschen die Stimmung mich ranzutasten, wie das klingen könnte. Da ist mir jetzt dann aufgefallen, dass wir, der Film 25 bis 30 Minuten und ich etwa 50 Minuten Musik schon habe. Das heißt, das wird nicht aufgehen. Zumal ich höchstwahrscheinlich die Musik auch erst später schreiben werde auf den Film drauf dann, aber da haben wir jetzt die Lösung, da wird es dann einen Toxigen Moods Soundtrack geben, digital, den wir dann im Vorfeld einfach veröffentlichen. Mhm. Und den kriegen wir vielleicht dann auch als Free-Download den ganzen Supportern auf Startnext direkt mit. Jetzt haben wir das erste Mal den Filmtitel überhaupt genannt. Sag mal nochmal, wie heißt? Toxigen. Genau. ganz am Schluss haben wir noch gesagt, wie der Film überhaupt heißt. Müssen wir dann am Anfang nochmal einblenden. Genau. Wie würdest du die Musik oder den Soundtrack beschreiben? Wahrscheinlich ein bisschen industriell oder? Ja, ich denke, also mein Ziel wäre es, auch so ein bisschen das mit dem Sounddesign zu vermischen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es später funktioniert, das muss man ausprobieren, aber ich fände es super spannend, wenn so die Geräusche der Fabrik, dieses mechanische Klackern, das Rattern, es gibt ja automatisch auch ein Beat mit, dass man das vielleicht aufgreift und dann in die Musik quasi überschwappen lässt, dass das quasi dann ergänzt, aufgegriffen wird und dann die Musik zusammenspielt. Mhm. Stellenweise, das habe ich jetzt vom Teaser aber auch gemerkt, ist es manchmal sogar so, dass das reine Sounddesign für sich auch schon sehr interessant ist, stehen zu lassen. Mhm. Ein Funfact dazu, wir konnten von dem Teaser zum Beispiel auch Originalton gar nichts benutzen. Also ist komplett alles nachsynchronisiert, weil an dem Tag, wo wir gedreht hatten, das war auch der einzige Tag, wo der Schauspieler Zeit hatte, war eine Klanginstallation, die in dem Nebenraum aufgebaut wurde. Das wurde uns auch im Vorfeld mitgeteilt, also war auch alles abgeklärt. Und da wir keine Dialoge hatten, war das auch okay. Mhm. Und das Problem bei dem Set ist auch, dass halt hier parallel direkt eine Straße ist, die stark befahren ist. Das heißt, wird auch beim späteren Film höchstwahrscheinlich alles nachsynchronisiert werden müssen. Und, aber ist spannend, also habe da durchaus auch Spaß dran, dann das zum Leben zu bringen. Und was würdest du sagen, ist so der Unterschied, Filmmusik zu machen im Vergleich zu Musik zu schreiben für eine Band?
Das kommt auf den Bandkontext an, würde ich sagen. Also bei einer Rockband oder bei der Black Metal Band ist es definitiv ein Unterschied. Bei Box 11 zum Beispiel gar nicht. Also da sind auch instrumentale Songs, die sehr atmosphärisch sind. Die könnten dort auch eins zu eins in den Film reinkommen. Mhm. Was natürlich ein Unterschied ist für mich, wäre der Ansatz, ich würde am liebsten immer die Musik auf den Film schreiben. Das heißt, ich versuche dann auch einen Takt zu finden und mit den Geräuschen und der Dynamik halt auf das Bild mitzugehen, sofern es halt möglich ist. Manchmal hat man auch ein Musikstück, was tatsächlich perfekt auf eine Szene passt und dann gibt es dann nur noch kleine Stellschrauben, aber im Idealfall schreibt man die Musik halt wirklich auf das Bild dann auch. Mhm. Ihr seid jetzt schon eine Zeit lang an dem Film dran, also habt schon, es gab eine Vorlaufphase und ihr habt jetzt schon hier alles aufgebaut und auch einen Trailer gemacht. Wann soll er denn erscheinen, der Film? Also vorausgesetzt, ihr kriegt auch die Kohle zusammen, wo ja. Wir jetzt mal von ausgehen, wenn ihr schon so eine Mühe gemacht habt, also wann, wie ist das dann? Unser Ziel wäre es, natürlich ein bisschen steht und fällt mit der Finanzierung halt davon, aber wir würden gerne dieses Jahr abdrehen. Das heißt, kommt noch ein Riesenbrocken auf uns zu, halt für die ganzen Sachen aufzubauen, wenn die Finanzierung da wäre. Aber wir würden gerne Ende des Jahres drehen und dann auch zum Jahresende abgedreht haben wollen. Wird dann natürlich auch eine Frage halt, was an Postproduktionszeit noch hinzukommt. Das Sounddesign, die Visual Effects, wo an manchen Stellen noch reinkommen. Aber wir würden gerne, dass der Film nächstes Jahr dann auch rauskommt. Und dann würden wir noch gerne einreichen auf Festivals. Müssen natürlich dort dann gucken, welche Deadlines wir halten können. Max Ophüls wäre natürlich sehr interessant, aber das könnte mit Februar relativ knapp werden. Mhm. Müssen wir noch die Zeit ein bisschen ausdehnen können für. Ja. Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt den Werbeblock. Jetzt kannst du noch mal sagen, wo man denn die euch findet, auf welcher Webseite und nochmal sagen, warum man denn den Film unterstützen muss. Also alle Informationen zu dem Projekt findet ihr auch auf der Webseite toxigen-film.de. Von dort aus kommt ihr auch direkt zu Startnext, zu den Social-Media-Seiten, zu dem Teaser auf YouTube und wer will auch zu einer PayPal-Me-Button, wo man uns auch direkt über PayPal unterstützen kann. Und warum man das unterstützen soll, ich denke, wir haben da ein relativ außergewöhnliches Genre hier im Saarland und vor allen Dingen auch eine sehr eigenständige Ästhetik, die relativ spannend doch ist. Und es wäre doch schön, wenn das zu einem größeren Werk zusammenfinden würde. Zudem sei noch gesagt, die Geschichte kann nahtlos weitergehen. Also wenn das alles funktioniert, könnte da auch eine kleine Serie draus entstehen. Und das im Herzen vom Saarland wäre doch mal was Schönes. Demnächst auf Netflix. Außerdem gibt es hervorragende Goodies, haben wir eben schon gehört. Also, ich drücke euch sehr die Daumen, dass ihr das schafft und ihr beteiligt euch an der Crowdfunding-Kampagne. Also vielen Dank für die Einblicke hier. Gerne doch, danke, dass ihr hier seid. Genau, und ja, dann sehen wir euch dann bald im Kino oder auf dem Festival oder auf Netflix mal schauen. Das wäre wünschenswert. John Never, Dankeschön. Tschüss.